Wir sind hier heute an der Charlottenburg in Spengel. Barbara Hendricks ist zu Gast. Wir haben uns hier heute sehr gefreut, dass der Umbau der Charlottenburg mit Bundesmitteln auf den Weg gebracht wurde. 1,3 Millionen sind da nach Spengel geflossen. Aber wir wollen natürlich auch die Gelegenheit nutzen, liebe Barbara, wenn wir dich hier haben, dass wir auch persönlich ein paar Worte sprechen. Ich kandidiere wieder direkt für den Bundestag, du kandidierst wieder direkt für den Bundestag. Was treibt dich persönlich an? Also mich persönlich treibt an, dass es einfach noch viel zu tun gibt. Wir haben natürlich schon eine Menge auf den Weg gebracht. Aber was wir wirklich brauchen, ist auch eine Verstetigung guter Arbeit. Zum Beispiel im Wohnungsbau, zum Beispiel auch im Artenschutz und einer neuen Art von Landwirtschaft. Da brauchen wir wirklich ganz neue Entscheidungen auch, die mit den Schwarzen wirklich nicht gut gehen. Wenn wir wollen, dass wir auch in Zukunft ein gutes Leben haben, sowohl in den Städten als auch auf dem Land, dann bleibt einfach auch noch viel zu tun. Wir sind schon auf dem richtigen Weg, aber es bleibt trotzdem noch viel zu tun. Ja, ich kriege immer wieder die Frage im Moment, warum soll ich eigentlich SPD wählen? Jetzt bist du für Bauen und Umwelt zuständig. Ein paar Punkte hast du gerade schon angesprochen. Aber was macht genau die SPD da, dass es für die Leute in diesem Land besser wird? Erstmal ist ganz wichtig, dass wir wirklich einen vernünftigen sozialen Wohnungsbau haben. Viel mehr als noch in der Vergangenheit. Da müssen wir auch in Nordrhein-Westfalen jetzt sehr darauf aufpassen, dass die neue Landesregierung dann nicht in die falsche Richtung orientiert. Wir haben nämlich als Bund 1,5 Milliarden jetzt, dreimal so viel wie vorher, den Ländern gegeben für den sozialen Wohnungsbau. Das muss aber natürlich auch vernünftig ausgegeben werden. Da müssen wir in den Ländern darauf achten. Das ist nicht selbstverständlich. Das sieht Schwarz-Gelb schon anders als wir. Das ist durchaus eine Gefahr, was wir da so jetzt vorhaben, nämlich irgendwie alles zu ändern im Verhältnis zu dem, was vorher in Nordrhein-Westfalen gemacht worden ist. Was wir aber natürlich auch wirklich brauchen, ist im Umwelt- und Klimaschutz und auch zum Beispiel bei der Transformation der Automobilindustrie in die gute Zukunft der Automobilindustrie, sowohl für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch für die dauerhafte gute Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie. Da brauchen wir verlässliche Pfade, da brauchen wir verlässliche Pfade, genauso wie zum Beispiel in der Frage, wie geht es denn weiter mit der Kohleverstromung. Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wir sind eigentlich die, die den Transformationsprozess, den notwendigen Wandel auch wirklich voranbringen können und alle mitnehmen, also alle, die wirklich da positiv oder negativ von beeinflusst sein können, die müssen alle dabei sein und einfach nur sagen, auch 2030 steigen wir aus, so wie die Grünen das machen, das geht eben auch nicht. Die Menschen müssen von dem, was wir wollen und was wir für notwendig erachten, auch überzeugt sein. Und das geht nur, wenn wir alle zusammen daran arbeiten. Und wir sind nun mal die Fachleute für Strukturwandel und Transformation. Vielen Dank, Barbara. Wir haben in den letzten 4 Jahren sehr aus deinem Haus hier bei uns im Kreis Herford profitiert. Es gibt eine Reihe von Projekten, die aus deinem Haus bei uns gefördert wurden, ganz besonders im städtebaulichen Bereich. Ich hoffe einfach, dass wir diese gute Zusammenarbeit die nächsten 4 Jahre fortsetzen können. Ja, da würde ich mich auch freuen. Dankeschön.